Unser Kollege ist verletzt. Vito, beeil dich! Henry ist kein Fliegengewicht! Nein, Henry ist kein Fliegengewicht und der Henry ist verletzt. Das heißt, der Henry muss mal ganz schnell in Le Krankenhaus. Und das kriegen wir natürlich hin. Kommt der Gute denn noch hinterher, oder? Hey, Vorsicht! Das tut weh. Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. No. Reg dich ab. Ich bin derjenige, der hier verblutet. Ja. Nein, bitte, ich will nicht sterben. Nee, ich kann dich sowieso nicht erschießen. Oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Ich kann dich hier sowieso nicht gerade umbringen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Kommst du mal hinter... Boah, was ist das denn jetzt? Scheiße. Der ganze Schuppen bricht zusammen. Hehe, wir müssen uns ver... Das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Wo? Nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Wo seid ihr? Ach da! Ja, ich bin noch dabei. Nerv nicht. Müssen wir da hin? Da ist noch einer. Vito, gib uns Deckung. Ich bin doch dabei. Gib uns Deckung, verdammt. Ich bin doch da. Ach, da um die Ecke jetzt gleich. Aber du kannst, kann ich schon lange. Alter! Meine Fresse! So, kommt ihr? Hier uns ein Gegner einfach mal so. Ich hab's gewusst. Mein 13. Auftrag. Der kann ja nur. Beschwer dich nicht, du Glückspilz. Okay, los jetzt. Wir müssen schnell machen. Das Feuer reicht nicht aus. Toll, die Männer verbrennen. Ihr kommt hinterher, ja? Vito, bring uns hier raus. Ja, alles gut, jetzt kommt doch mal hinterher. Verdammter Rauch. Ja. Das ist unangenehm. Vito, bring uns hier raus. Ich weiß nicht, ob ihr hinterher kommt. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ach du Scheiße. Oh, ich wollte eigentlich durchrennen. Keine gute Idee. Können wir da lang? Nee, können wir nicht. Okay, langsam hier durch. Da passiert auch keinem was. Ich lade nochmal nach, falls wir Besuch kriegen. Und dann los. Ab ins Auto. Jetzt noch vor der Polizei flüchten, oder was? Fahre zu El Greco. Henry wird dich verletzen, wenn du einen Unfall baust. Der Doc kriegt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Hab ich mal in den Film gehört. Ach ja? Und was ist mit dem Mann passiert? Gekratzt. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Bester Fahrer der Welt. Ach, und wir haben Zeitlimit. Ja, tolle Wurst. Nein! Oh! Wieso ist denn jetzt die Polizei hinter mir her? Das verstehe jetzt mal, wer will, aber... Ja, das dachtet ihr. Alter, rutscht er gerade. Beste Mission der Welt. Aber es wird nicht leichter, das finde ich zumindest schon mal ganz gut. Ja, ja. Dort verfolgen mich immer noch. Die haben mich immer noch im Visier. So, jetzt nicht mehr. Vito, komm schon. Geht die Karre nicht schneller?
Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Ey. Fahr mich zu El Greco, verdammt. Ey, dieses Navi. Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Ich fahr schneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Ja, ja. Nein, 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 ey, dieses Navi, ne? Ich bin ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Fettfrei. Fettfreie Ernährung ist immer gut. So, wir haben jetzt zu viel Zeit verschwendet. Ich hoffe, das wird uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen. Halt durch. Ja. Halt durch, Kumpel. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon das Nuflaki riechen. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. Jo, hast mich nicht gesehen. Alter, Junge. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Nein, 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 das ist ein Irrtum. Du hast mich nicht gesehen. Vito, bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Nein, nein, ich bin's nicht. Nein. Das ist ein Irrtum. Lalalala, wie weit ist denn das noch? Oh Gott, jetzt kommen wir langsam in Zeitverzug. Drück auf die Tube, sonst verreckt Henry noch. Dann kannst du ihn beerdigen. Alter, wie weit ist denn das noch? Oh, gleich da, sehr gut. Vito, das ist das Haus. Hack direkt davor. Ja, ja, kriegen wir hin. Zeit wurde auch langsam knapp. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Oh, Sie haben Henry. Was gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Du hast genug Geld, um die Schulden deines Vaters zu tilgen. Besuche deine Schwester. Oh, das ganze schöne Geld. Na gut. Dieses Fahrzeug wird von der Polizei gesucht. Lieber nicht. Dann lieber nicht. Dann wohnen wir uns ein eigenes gerade. Ich habe nämlich jetzt keine Lust auf Polizeiverfolgung. Mal gucken, was haben wir denn da? Aber schöne Gegend, muss ich gerade mal sagen. So. Dap, 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 du. Raus da, verdammt! So, ich bin da mal weg, ne? So, das ist jetzt auch nicht das Schnellste, aber bis zu unserer Schwester wird es ja gehen. Besser als jetzt mit dem Auto rumzufahren, was von der Polizei... Ja gut, da stehen auch Autos. Naja gut, alles gut. Man kann ja halt nicht alles wissen, ne? Boah, Hilfe. Alter, Alter, Alter. Ja, Telefonzellen sind sowieso out. Wissen die bloß hier noch nicht. Lalalala.
Erstmal, der Tür nervt mich hier gerade so ein bisschen. Alter Schwede. Dass ich hier einigermaßen unfallfrei durch die Gegend tocke, das wundert mich gerade. Aber ist ja alles gut. So, wir steigen aus und dann bezahlen wir mal die ollen Schulden von unserem Vater. Na dann ab nach Hause. So. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich es nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Ach, danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. So. Haben wir eigentlich jetzt gar kein Geld mehr? So, geh nach Hause. Na, gehen ist ein bisschen, ne? Obwohl, eigentlich können wir auch gehen. So weit war das ja von hier aus nicht. So, es wird Abend. Was willst du von mir? Ich bin kein Rüpel. Jetzt bin ich gerade ein Rüpel, ja. Lass dir das eine Lehre sein. Oh. Was? Ich war's nicht. Ich war's nicht. Nein, nein, ich schlag keine alten Männer zusammen. Nein. Wenn du schlafen gehst, springst du zum nächsten Kapitel. Ich weiß. Lass mich doch erstmal nach Hause kommen. Ja, was denn? Ich laufe auf der Straße rum. Das ist total normal. Im heutigen New York. Oh, schön. Das sieht schön aus. Na gut. Keine Zeit für romantische Dinge. Es geht ab nach Hause. Einmal nach oben. Ziemlich ruhig hier. So, und rein da. So. Dann einmal unsere Gesundheit auffüllen, indem wir vielleicht ein schönes Brot essen. So. Wir nehmen mal ein Klassiker, Schinkenkäse. Der füllt unsere Gesundheit wieder auf. Trinken brauchen wir jetzt, glaube ich, nichts. Und dann lassen wir mal die Spielereien und gehen gleich ins Bett. Und springen dann ins nächste Kapitel. Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Little Italy, 26. Februar 1945. Ja, ist doof mit der Musik, wenn die nicht, aber das ist nun mal mit YouTube und so. Das kann ich mir nicht leisten gerade. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Was? Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe.
Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend. Angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scarletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scarletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Boah. Heftig. Mittlerweile ist kein Schnee mehr da. Oh, wow, 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 wow. In der Hölle, ihr Süß. Wow, Fischfleisch! Ja, halt ein Bändchen mit uns. Jede Menge fette Beute, Leute. Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder. Hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Oh je. Oh, jetzt gerade in der Ich-Perspektive. Kann man mal machen. Ah ja. Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid, ich kann es. Du nichts sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, gib mir auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald! Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Au. Das tut doch weh, Arschloch. Hey! Vorwärts! Sowas. Gut, ich habe gerade einen alten Mann verprügelt, was weiß ich schon. Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Ist das ein Hitlerbart? Euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage. Oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Den Grind? Ach, du Scheiße. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Oh, bei dir gehen auch die Schamhaare. Okay, Abmarsch. Hey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Na, wir sehen ja ganz toll aus. Tu, was die Wachen sagen und geh den Flur weiter entlang. Machen wir allerdings erst in der nächsten Episode von Let's Play Mafia 2. Hör zu, Süße. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mach doch. Bis zum nächsten Mal. Ich mach lieber auf Pause, weil ich hab ein bisschen Schiss jetzt im Gefängnis und so. Gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.